Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Assassin's Creed Odyssey. So, in den letzten Folgen haben wir hier das Lager ausgeräumt und haben auch Militärlager erledigt. Und jetzt wollen wir doch mal schauen auf unser Questlog. Da war mal, da war mal. Ich hatte nämlich, wo waren das? Oh, da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Unentdeckter Ort. Warum leuchten das so komisch? Sollten wir uns mal auf diese Insel da begeben? Oh, eine Leben empfohlene Stufe 34, okay. Wo waren das mit dem Tempel? Da ist auch noch ein Anführer. Stufe 33, das sind wir alle noch ein bisschen. Was ist denn das? Okay. Berg Parnas. Grab der ersten Python. Da ist auch nur ein unentdeckter Anführer. Stufe 25. Stufe 23 in Euboa. Da ist noch gar nichts irgendwie. Ist natürlich die Frage. Die uralte Schmiede. Ach ja, guck an. Und da ist auch eine Quest. Bucht von niemanden. Bau einer. Ah! Ja, da gehen wir hin. Und ich habe es wieder gefunden. Ich war ja da schon lange nicht mehr. Also man sollte mir das verzeihen. Auf die 12. Halte gedrückt um. Ja, so schnell kann ich das nicht lesen. Der Duft für die Götter, das Fleisch der Opfertieren konnten von den Gläubigen verspeist werden, dass sich die Götter schon am Aroma des Geruchs. Oh Gott. Inventar ist klar, drücke I. So, und da ist unser Balken und das heißt, wir sind gleich da. So, wir sind hier wieder in der uralten Schmiede. Und werden mal schauen, ob wir unseren Speer erweitern können. Weil wenn wir unseren Speer verbessern, wie wir es vorhaben, können wir nämlich ein paar Fähigkeiten aufwerten. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Nullübertragung. Kontakt aufgenommen. Das hört sich aber spacig an, ne? So, verbessere den Speer. Speer verbessert. Okay. Neue Quest, verbessere den Speer.
Alles klar. Dann gucken wir uns die Quest mal an. Verbessere. Ach, wir müssen 7 Artefaktfragmente sammeln. Okay, das heißt, wir müssen noch mehr Kultisten finden. So, die Augen des Kosmos. Ist in der Akropolis. Das ist was, wo ich ja auch schon lange erledigen wollte. Da gucken wir jetzt mal auf der Karte, wo das sein soll. Was ist denn das hier überhaupt? Da ist das. Okay. Dann würde ich sagen, wir reisen zu unserem Schiff und fahren mal darüber. Na, Schnellreise. Und werden uns mal diesen nemesischen Löwen anschauen. Das hatte ich schon lange vor. Und dass wir das auch mal erledigt haben. Und dann müssen wir Kultisten jagen. Aber wir werden die Kultisten schon noch erwischen, alle. So. Wir sind gleich da. Okay. Wir werden uns das mal markieren. Wieso denn das jetzt wieder weg hier? Verfolgen. Okay. Puh, da müssen wir durch 2 Gebiete durch. Vielleicht können wir mit dem Schiff so rumfahren. Ja, okay, werden wir mal gucken. Wir legen jetzt hier mal ab. Macht euch bereit zum Ablegen. Wir sind bereit, wenn du es. Also dann mal los. Erstmal hier aus dem Hafen raus. Vorsicht, aus dem Weg hier. Oh, das war aber knappe Sache. So, ich würde sagen, sobald wir aus dem Hafen draußen sind, werden wir auf Reisegeschwindigkeit gehen. Und wir müssen, glaube ich, um die Landzunge herum. So, wir werden den nemesischen Löwen heute jagen. Er wurde in der größten Zinkgrube gesichtet. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ist kaum zu übersehen. Man sagt, an seinem Grund liegt ein Eingang in die Unterwelt. Okay. Ja, man betritt sie, indem man hineinschaut. Oh, ein Wal. Ein tapferer Arkadier, den ich kannte, hatte dieselbe Idee. Und was wurde aus ihm? Die Hitze verwandelte ihn zu Asch, bevor er auch nur halb unten war. Ich schätze, einige Rätsel bleiben besser unerforscht. Was ist hier? Treibgut in sich. Naja, nehmen wir mal mit. Treibgut kann man immer mitnehmen. Okay, hier ist ein
im Tempel irgendwie was. Alles klar, aber da halten wir uns jetzt mal nicht auf. Ich wollte hier um die Landzunge herum. Da ist auch eine Quest. Warte mal. Was ist das für eine? Warum? Warum? Vor Jahren fanden wir einen Sterbenden am Strand. Die Arme ausgerissen, das Gesicht vor Angst. Ich gehe hier mal an Land. Wir gehen hier mal an Land und gucken mal, was da ist. Hier ist eine Quest in der Nähe. Ich weiß es aber nicht welche. Okay, wir werden uns hier mal umschauen. Und der Löwe muss halt wie immer warten. So, hoch mit dir. 171 Meter. Naja gut, dann gehen wir mal gucken, was das. Gucken wir uns dies mal an hier. So, was ist das hier für eine Quest? Ihr Stümper verschwendet meine Zeit. Was bist du für jemand? Ey! Diese Männer könnten einen Arzt gebrauchen. Sie waren lausige Übungspartner. Jeder Einzelne. Ich brauche jemanden, der kämpfen kann, wegen der Schlacht der 100 Hände. Ich brauche einen Helden. Vielleicht steht dein Held schon vor dir. Ist das so? Wenn du es ernst meinst, ich bin eine zugelassene Teilnehmerin. Wenn du mit mir übst, lässt Drakios uns beide offiziell teilnehmen. Diese Schlacht... Die Schlacht der 100 Hände ist der zermürbendste Wettbewerb der griechischen Welt. Die Verluste sind hoch und die Gewinnchance gering. Bist du sicher, dass du dich darauf vorbereiten willst? Nuklo. Ich töte aus beruflichen Gründen. Und zwar sehr gut. Das ist die richtige Einstellung, das lasse ich dir. Aber Stärke allein wird dich nicht zum Sieg in der Schlacht der 100 Hände führen. Es braucht Vorbereitung. Okay, wir fangen mal da an. Du sagtest, ich solle mit Drakios darüber reden, mich offiziell für die Schlacht einzuschreiben. Wo kann ich ihn finden? Normalerweise in der Stadt auf Melos. Er entfernt sich nie weit. Wenn es so schwer ist, warum rechnest du dir Chancen aus? Ich arbeite in jeder Wachenstunde bis zur Erschöpfung an mir. Bevor ich schlafe, opfere ich Ares. In der Nacht erwache ich und entwerfe Strategien. Und am Morgen geht alles von vorn los. Das ist ein beeindruckendes Pensum. Wenn ich die Schlacht nicht gewinne, habe ich wenigstens alles gegeben. Okay. Warum überhaupt erst teilnehmen, wenn es doch so schwierig ist? Ich komme nicht aus reichem Hause und habe immer von dem 100-Hände-Geldbeutel geträumt. Mein Vater, mein Bruder, sie versuchten vor Jahren zu gewinnen. Sogar meine Mutter nahm letztes Mal teil. Es gibt nur noch mich. Alle tot. Du willst also Drachmen? Die Drachmen sind mir im Moment egal. Ich muss das Vermächtnis meiner Familie vor der Klinge eines weiteren Helden retten. Ich muss gewinnen und werden wie die Helden von einst. Sagen wir mal, ich wolle in der Schlacht der 100 Hände kämpfen. Dann kämpf gegen mich und erweise dich als würdiger Übungspartner. Okay, dann lass uns mal kämpfen. Du hast es so gewollt. Komm schon, Söldner! Tut weh! Es gibt Schlimmeres. So, jetzt gibst du mir mal deinen Schuss. So, das hast du mal eins auf die Klappe bekommen hier. Oh, habe ich dich erzürnt. Da kriegst du mal einen Tritt. Was?
Ich bin nicht zornig. Natürlich nicht. Gar nicht schlecht. Oh, gibt's noch mal einen Tritt. Und jetzt gibt's das ja. Will dich aber nicht töten, ne? Ups, Entschuldigung. Ja. Okay, wir haben sie wahrscheinlich besiegt. Anscheinend bist du der Held, nach dem ich gesucht habe. Ein echter Spartiat, nicht wahr? Das stimmt. Man erkennt es an deinem Kampfstil. Aggressiv, aber beherrscht. Mein Name ist Roxana. Die ist total außer Atem. Als nächstes steht Bogenschießen auf dem Programm. Bist du bereit? Na klar, komm, probieren wir es einfach mal. Dieser Eifer. Nun, eine Ladung Wölfe hat ganz in der Nähe Schiffbruch erlitten. Sie sollten in der Schlacht zum Einsatz kommen. Doch jetzt sind sie unsere Übungsziele. Gehen wir jagen. Okay, wir jagen Wölfe. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wir sind in sicherer Entfernung. Lass uns die verfluchten Wölfe schießen, bevor sie sich die hiesigen Kinder holen. Mal sehen, ob ich vielleicht das ein oder andere von dir lernen kann. Es ist schön mit dir hier draußen. Wir flirten mal ein bisschen. Ganz allein. Ja, ist das so? Unser Übungskampf zog viele neugierige Zuschauer an. Dann wird es dich freuen, dass der Rest unserer Übung privater abläuft. Dann mal los. Ich könnte ein paar Pelze gebrauchen. Ein wahrer Held. Ich wusste es. Alexius backert wie dort. Daneben. Sollten uns mal heilen hier. Na, wie fandest du den? Okay. Na. Okay. Sie wogen? Was labern die? Okay, da haben wir wohl ein paar Wölfe erledigt. Und jetzt wird wieder gebaggert. Unsere Schießübungen hatte ich mir anders vorgestellt. Die Wölfe sind tot. Das ist alles, was zählt. Wenn du es sagst. Wie viel Übung ist noch erforderlich, bevor ich an der Schlacht teilnehmen kann? Was? Willst du nicht mehr Zeit mit mir verbringen? Oh, doch. Die Zeit mit dir war wirklich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sag nichts. Auf eine seltsame Art erkenne ich mich selbst in dir.
Ja, wir kennen uns erst so kurz und haben doch eine Verbindung. Du bist ein einmaliges Geschöpf. Es fehlt noch ein Schritt in unseren Übungen. Ich bin bereit. Wohin? Zu mir. Okay, dann mal hinterher. Und es wird geladen. Es wird weitergeladen. Sollen wir weitermachen? So, jetzt sind die unschuldigen Kinder von Hydria vor hungrigen Wölfen sicher. Können wir jetzt weitermachen? Du scherzt, aber sie waren eine echte Gefahr. Deine Entscheidungen haben Konsequenzen. Und mit deinen Taten hast du den Menschen hier geholfen. Also, sollen wir die Übungen abschließen? Wir haben noch einiges vor uns. Beim Üben? Oder miteinander? Wir hatten so viel Spaß. Wir haben gekämpft, Wölfe gejagt. Und weiter? Die nächste Übung wird dir sicher gefallen. Oh oh, ja. Und los geht's. Wir machen einen Wettlauf. Wer Nein. zuerst am höchsten Punkt der Insel Och, ist. Och Mann, ey. Also gut, auf geht's. Ich bin bereit. Ein Rennen zum höchsten Punkt? Ja, das Plateau auf der anderen Seite der Stadt. Wenn ich lossage, beginnt das Rennen. 3, 2, 1. Los! Ey, die hat beschissen. Aber sowas von. Kannst du nicht schneller? Es ist noch nicht vorbei. Wo müssen wir denn hin? Wo sind die jetzt hin überhaupt? Ach du Kacke, ich renn ein. Wo sind die jetzt? Stopp. Halt, stopp. Da müssen wir hin. Aua, 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 aua. Nein, geh aus, geh aus! Ja, ja, geh aus! Feuer! Scheiße! Mann! Wir haben es noch schaffen. Ah, die wird schon dort sein, hä? Ja, ja, da steht sie, oder? Ja, ja. Okay, haben wir wohl verloren. Müssen wir wohl nochmal machen. Oder? Nicht schnell genug. Anscheinend. Man vergisst allzu leicht, wie wunderschön es hier ist. Wenn man sich so hart vorbereitet, meinst du? Bei all den Übungen kommt der Spaß zu kurz. Ich sehe doch, dass du mir etwas verschweigst. Vielleicht. Hier oben erinnere ich mich daran, im Jetzt zu leben. Ich verstehe, was du hier. Meinst. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, mit dem Ausblick. Oder keine Ahnung, was die jetzt treiben. Ich will es nicht wissen. Wenn du Barnabas sagst, dass ein Seeungeheuer in deinem Ohr lebt, wer würde es glauben? Klingt nach einem echten Dummkopf. Eigentlich ist er einer der ehrlichsten Menschen, die ich je getroffen habe. Das da ist die Insel Melos, wo so viele Krieger den Tod finden. In der Schlacht müssen wir vielleicht gegeneinander kämpfen. Und nur einer kann überleben. Ich dachte, du kommst her, um im Moment zu leben. Und wie findest du diesen Moment? Okay. Nehmen wir uns mehr Zeit als nur einen Moment. Musst du so viele Schichten tragen? Das gehört zum Beruf, schätze ich. So viele Schichten tragen?
Ist ja nett, dass sie sich gleich wieder angezogen haben. Bis zur Schlacht, meine ich. Machen wir es nicht unnötig schwer. Eins lässt mir keine Ruhe. Wir müssten die Schwerter nicht kreuzen. Du müsstest genauso wenig wie ich an der Schlacht teilnehmen, doch du wirst. Das stimmt. Leb wohl, Roxana. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, hier an dieser Stelle werden wir uns für heute mal verabschieden. Und werden in der nächsten Folge hier weitermachen. Ich bedanke mich mal ganz herzlich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, und könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren und Glocke aktivieren. Bis dann. Ciao, ciao.